bin jetzt natürlich am falschen Bonfire. Das heißt, ich muss jetzt wieder an Firelink Shrine. Um von da in die New Londo Ruins zu gehen. Das kann eine schwierige Geburt werden da. Ja, wobei, ich bin ja eigentlich hart vermöbelt worden, weil ich reingestürmt bin und nicht langsam mich vorangetastet habe, weil die Gegner können da ja durch Wände. Und das kommt da dann manchmal recht spontan, dass da dann einer Hallo sagt mit seinen Sicheln. Und dann natürlich wild rumgefuchtelt wird, wenn Geist dann wieder Fuchtler einsetzt. Guck mal blöd. Mit seinem Carpador Level 5. Aber ein schönes Schwerthammer. Das ist nur die Frage, ob man mit einem anderen Schwert, mit einem Crystal Weapon, ob man da überhaupt Dings braucht. Carpador schmeckt auch lecker. Muss man dazu sagen, weißt du, das kann viele Sachen. Schmeckt lecker. Muss man im Anime drauf achten. Die essen immer Fisch. Ja, wo kommt der? Ja, das hast du mal noch nie gefragt. Wo kommt das Fleisch bei Pokémon her? Ich nehme es mal einhändig, weil ich brauche nur einen Schlag. Einen kleinen. Hallo? Nur ein. Was eine Frechheit von ihm. Ey, scheiße, ich habe mich hier wieder nicht an Firelink Shrine gesetzt. Dann hätte ich ja 10 Estus. Egal. Auf jeden Fall. Er läuft gegen die Wand, aber er kann durch sie durchschlagen. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht dich verstören. Das war unfair von mir. Aha, au. Da kommt die Sichel durch die Wand. Da steht noch einer. Eieiei. Okay, den habe ich irgendwie nicht kommen sehen. Vielleicht liegt es auch daran, dass ein durchsichtiger Geist ist. Aber er lässt sich beeindrucken durch meine Schläge. Hat er das fallen lassen? Nee. Ja, die machen gut Schaden und die sind natürlich auch deswegen interessant, weil die durch Wände hauen können und man selber eher das bisschen begrenzt ist. So, von dem Sack lasse ich mich jetzt nicht nochmal verarschen. Da kommt er langsam aus dem Himmel herabgeschwebt und sagt Hallo. Ja, hallo. Okay, er will irgendwie nicht so richtig. Ah. Er beehrt mich doch mit seiner Anwesenheit. Hä? Ach, das sind die von unten. Ah. Deswegen kann man mit der Leiter runter, weil die sonst einen von unten abfuchtelt. Wobei es echt eine lange Reichweite ist, ne? Ja, sind ja natürlich auch Geister. Aber die können, das Geile ist ja, sie können selber nicht durch die Wände laufen, sondern die können nur durch die Wände schlagen. Zum Laufen sind sie zu blöd manchmal. Ach, guck mal, da kommen sie auch noch angeflogen, hey. Von überall kommen die Jungs.
Ach cool, da kommt der nächste durch die Wand. Ja, das ist schön. Also, das ist so ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen inkonsistent, was die können. Ist nicht klar definiert. Die haben keine klar definierten Fähigkeiten. Weil er ist jetzt zum Beispiel auch nach unten gefallen und muss jetzt wieder außen rumlaufen. Aber vorhin kam er dann angeschwebt, ne? So wie die zwei Jungs da unten, ne? Ja, da wo das dicke Schwert hinknallt, da wächst kein Gras mehr. So. Okay, 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 danke. Wo? Danke, FPS brauchen wir sowieso keine, aber... What? Immer ein schönes Gefühl, wenn man zwei Mal auf einmal trifft, aber wo die alle immer herkommen, ne? Wo sind die jetzt schon wieder hin, die Jungs? Die haben sich schon wieder verpisst. Oh boy. Oh boy. Okay, ich hab ihn erwischt. Und dann... What? Wie viele sind das denn? Okay, das knallt. Schön, zwei. Und nochmal zwei. Also mal. Ei, ei, ei. Das hat echt gut geklappt, hä? Ich bin zufrieden. Ach scheiße, der Wanderfluch ist abgelaufen. Nein, 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 nein. Oder? Ja, der ist abgelaufen. Hab vielleicht aber auch die falsche Waffe, muss ich sagen. Die ist ein bisschen unhandlich für das Gebiet hier. Guck mal hier, den sieht man durch die Wand. Aber treffen kann man nicht. Das ist richtig. Die sind ganz schön nervig, die Viecher. Traverse the Abyss. Alles, was ich will, ist doch nur ein Shortcut. Kompositbogen. Ach, guck mal. Hier waren wir vorhin. Das war da, wo ich dachte, ich könnte die Tür von oben aufmachen. Das war an der Stelle. It's locked. Wo bin ich? Was mache ich hier? Ne, Humanity, das hat sich ja gelohnt. Und jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich beim Ausholen nicht runterfall. Da kann ich rein, aber es ist immer schwierig, um reinzugehen. Ohne zu wissen, wo man rauskommt. That's what she said. That's what he said. Ach, guck
guck mal, da unten, da wäre noch ein Item gewesen. Das habe ich jetzt nicht mitgenommen. Ich glaube, ich muss jetzt da runter. Aha, guck mal, da steht sie schon und guckt blöd. Hallo! Knirsch, knirsch, knirsch. Kielhead. Ich bin quasi der Reverse-Weihnachtsmann. Ich gehe aus dem Schornstein raus. Hallo? Well, this is a surprise. Nehmen wir auf jeden Fall die Geschenke mit. I know exactly what your intentions are. You seek the four kings whom I guard over. This is the key to the seal. Danke schön. Four kings slumber in the deepest chamber of the ruins. Use this key to break the seal and open the floodgates. Oh, and do not forget, the dark wraiths reside in a dark void called the Abyss. But the Abyss is no place for ordinary mortals. Although, long ago, the knight Artorias traversed the Abyss. If you can find him and learn from him, the Abyss may prove surmountable. Ja, ich habe ihn zwar nicht gefunden, aber sein Köter. What is it? The key to the seal is now in your hand. I will help you in any way possible. Ich glaube, der hat auch keinen Bock mehr. Der gibt dir den Key, weil er sagt, ich stehe hier schon seit, weiß ich nicht, 300 Jahre. Pass auf, dass die da irgendwie keiner reinkommt und den irgendwie aufs Maul haut. Jetzt ist vorbei. Jetzt hier nimm und mach die rund. Ja. Und trotzdem machen sie es. Ja gut, okay. Also, der hat mir jetzt den Key gegeben. Den brauche ich jetzt wahrscheinlich da, wo ich vorher war und es nicht öffnen konnte. So. Also bringe ich doch die Geschenke wieder zurück. Mein Engelsflügelchen auf dem Rücken. Knirsch, knirsch, knirsch. Ach, guck mal, da waren wir ja schon. Ja. Dem seine Echse hing da durch die Wand. Oh, ich glaube, da ist mein Fluch wieder abgelaufen, kann es sein. Aber ich habe mir ja ein paar gegönnt. Sagen wir mal so, der Plan ist es. Aber ich glaube, da brauchen wir noch ein paar Meter. Da wird schon wieder durch die Wand gehackt. Die vier Könige sind auf jeden Fall nicht mehr weit. Weil ich habe ja den Ring von Artorias, habe ich schon. Damit kann ich schon über den Abgrund hinaus warten. Aber ich muss mich hier noch so ein bisschen zurechtfinden. Ich glaube, das ist noch nicht ganz rum, das Level. Oh, eine Green Titanite Chart ist sehr gut. Die brauche ich für meinen Knüppel. Ich glaube, es müsste dann hier sein. Ja. Türe auf. Das ist nämlich die Türe, vor der ich vorhin stand und dachte, ja scheiße, da komme ich gar nicht raus. Jetzt lassen wir nämlich erstmal das Wasser ab aus New Londo. Jetzt geht nämlich erst das ganze Level los. Ich habe jetzt quasi nur mal, wir haben jetzt mal Wasser rausgelassen. Jetzt fängt das Level nämlich erst richtig an. Hat so ein bisschen was von so einem Zelda-Dungeon.
sie da unten hocken, nämlich die blöden Drachen. Aber die muss ich jetzt nicht nochmal machen. Den Red Tearstone Ring habe ich. Die Contraption hat nämlich deswegen auch nicht funktioniert, weil unten Wasser war. Aber Progress. Progress. Ja, heute komplett am Ausrasten. Okay. Sieht irgendwie unangenehm aus hier. Looks. Knirscht auch so ein bisschen, ne? Oh. Oh. Au, oh, das sind die Dark Rays, von denen vorher gesprochen wurde. Ja, aber so ein Backstep. Da sagen die auch, tschüss, ich bin raus. Mach's gut, den Trottel. Die vier Könige. An die kann ich mich echt auch gar nicht so krass gut erinnern. Aber ich habe so das Gefühl, in Erinnerung, dass die nicht ganz so ohne waren. Und dass man da sehr viel Glück haben muss. Natürlich kein Glück, sondern nur Skill. Davon. Oh Mann, ich höre doch schon, da kommt einer. Ja, ja, guck mal hier. War da nicht was? Jetzt haben wir jetzt einen komischen Void-Schädel, ne? Ah, da kommt natürlich der Justice Hammer. Ja gut, Kishi, es kann natürlich auch sein, dass die jetzt schon kommen. Ich habe zwar keinen einzigen Heiltrank, aber darum soll es nicht gehen. Angucken können wir die ja mal. Ich bin mir nicht so ganz sicher, aber vielleicht kommen die jetzt echt schon. Wo ist er? Hier. Covenant of Artorias to traverse the Abyss. Nee, doch nicht. Komm doch noch nicht. Aber hier aus der Dunkelheit kommt so ein komischer Dark Wraith. Oh, noch einer. Au, au, au. Ja, weniger im Kreis drehen, mein Freund. Ich will hinter sie kommen. What? Was ist denn das? Entschuldigung. Blubbert schon der Nächste durch die Gegend. Ich habe immer noch kein Bonfire gefunden. Ii, was ist das denn? Gehen Sie fort. Oh, ist hier. Aua, aua, aua. Da einfach eine Riesenlanze raus, ey. What? Okay. Uiuiui. Ich würde jetzt ungern sterben, wenn ich ehrlich bin. Dann muss ich den ganzen Spaß da nochmal machen. Na, dann ziehen wir uns halt mal in die Humanity rein. Hallo, ich bin Hartmut Hartmann. Ich sammle Steine. Ja, ich will sofort anfangen. Machen Sie bitte weiter. Das kommt mir sehr entgegen. Dankeschön. Alter. Das habe ich ja schon lange nicht mehr gehört. Ich bin Hartmut Hartmann, ich sammle Steine. Credits dafür an GameSports. Da geht's runter.
Sorry für die etwas lauten Ausrufe, aber ich bin aufgeregt. Ich bin aufgeregt wegen den 100 Steinen natürlich. Oh, 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 oh. Ah, das ist so gedacht, ne? Oh nö, der hat so einen Taliban-Kopf da beschworen. Das war ein guter Stagger-Move da an der Stelle. Ah, aha. Aus dem Dunkeln schallt der Ritter. Hm? Und was bist du für ein Sack? Eine richtige Truhe, ne? In diesem Spiel, ey. Guck mal jede Truhe nochmal genau an, ob sie doch nicht irgendwie atmet oder so. Ich habe mich komplett verlaufen. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich herkam, wo ich bin oder was ich machen muss. Also auch was ich machen muss, ist relativ klar. Nämlich hier die Endbosse zu plätten. Aber ich möchte gerne doch ein Bonfire haben. Ach, guck mal hier. Wer sich da hinter der Wand versteckt, der. Kleine Mann da. So, also, ich bin mir ziemlich sicher, dass dieses Fog Gate die Four Kings beherbergt. Allerdings möchte ich gerne ein. Ja, die Four Kings ordentlich den Arsch versuchen, würde ich gerne machen, aber die Frage ist natürlich, ohne Heiltränke schwierig häufig. Und dann, muss ich auch so weit latschen, wenn ich doch drauf gehen sollte. Was natürlich ist natürlich nicht, aber man muss ja hier vorbereitet sein. Was hat der da noch im Brunnen verloren? Ein Cracked Red-Eyed Orb. Aha, da ist noch einer. Die Heiltränke bekommt man, wenn man sich an ein Lagerfeuer sitzt. Also das ist die einzige Möglichkeit. Es gibt noch die anderen Sachen wie die Humanity hier, aber die kann man halt nur einmal benutzen und dann ist sie weg. Also ich habe noch 46 Stück, aber die die sind halt quasi Einwegtränke. Und die Estus, die kriegt man am Lagerfeuer, aber die muss man halt am Lagerfeuer genau auffüllen. Und das sind auch die Punkte, an denen man dann rauskommt, wenn man stirbt. Und da bin ich gerade auf der Suche noch, weil ich bin sehr, sehr lang jetzt schon unterwegs, ohne ein Lagerfeuer gefunden zu haben. Und da es hier auch noch so ein bisschen dunkel ist, wäre das ganz schön, wenn ich mal irgendwo ein Lagerfeuer finde. Okay. Eine fette Treppe. Da oben liegen noch Items. Ah, hier war, genau, hier war der, dieser fette, ne? Es muss ja irgendwo hier noch einen Shortcut geben. Da gibt es irgendwo so einen Aufzug. Ach, guck mal, hier steht noch einer im Stall. Das beste Pferd steht im letzten Stall, ne? Okay, irgendwie hat er nicht so Bock. Ist er gestolpert. Natürlich ungünstig. Aha, das sieht ja so aus, als ob man hier irgendwo rauskommen würde. Okay.
Warum ich grün leuchtet, leuchte ich gelb. Das ist ein Buff. Ich habe so eine. So ein Rig. Ne, das ist mein Schild. Das macht, dass ich schneller Ausdauer regeneriere. Deswegen leuchte ich ab und zu ein bisschen grün. Oder meinst du mich? Das ist der Greenscreen, der spinnt manchmal auch, dann leuchte ich auch grün. Ja, ach, das. Ist verkraftbar. In der Hitze der Aufregung. Da kann man sich gerne mal vertippen. Ach, mein Charakter? Leuchtet der grün? Warum leuchtet der? Leuchtet der grün? Der hat manchmal so grüne Funkeln. Ja, das ist genau, das ist von dem Schild. Jetzt leuchtet es da so ein bisschen weiß. Das ist von dem Schild, dass ich schneller Ausdauer regeneriere. Ich bin komplett Jugendwort des Jahres. Ah, hier geht's auch nochmal lang. Ah! Oh! Das wäre natürlich großartig. Hey. Wunderbärchen. So, jetzt sind wir nämlich wieder ganz am Anfang. Und irgendwo müsste hier ein Lagerfeuerchen sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, geil, noch ein paar Wanderflüche. Uiuiui, fast runtergefallen. Oh, die Firekeeper Soul, auch nicht schlecht. Wanderflüche, genau. Klingelingeling. Lecker. Die habe ich am liebsten. Wanderflüche. Ey, ich hab. Ich will doch nur ein Lagerfeuer. Wobei jetzt ja überall keine Gegner mehr sein sollten. Beziehungsweise die Gegner alle weg. Jo, ich glaube, das war ein Fehler. Scheiße. Oh, ich glaube, das war ein großer Fehler. Oh, nee. Da unten geht's auch noch weiter. Ha. Oh, oh. Sag mal so, fähig ist der Charakter schon zu springen, aber ob er das in die Richtung macht, die du möchtest, ist eine andere Frage. Weil die Sprungmechanik liegt hier auf dem zweimal den B-Knopf. Okay, da war ich. Könnte ich überall noch hin. Da sind noch Items. Und gut, dass ich schon am Boss war, aber kein Lagerfeuer gefunden habe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es hier noch irgendwo eins gibt, weil es ist ja ewig weit weg. Also die Sprungmechanik, die löst auch gerne mal so von, sagen wir mal, aufs gut Glück aus.
auf gut Glück aus. Also man muss quasi nochmal drücken und dann kann man auch während man springt, kann man nichts mehr steuern oder nochmal korrigieren. Man fliegt da halt hin, wo man hinfliegt. Ja, komm. Ja. Dann muss man sich erstmal nochmal so einen frischen Wanderfluch. Müssen die, miam, miam, miam. Richtig. Halt, stopp. Kannst du, wenn du springst, nicht noch deine Richtung ändern? Also, ich kann das. Ich erinnere da noch an den Sportunterricht in der, weiß ich nicht, welcher Klasse. Bei dem ich es geschafft habe, beim Weitsprung noch vor dem Sand aufzukommen. Eine Leistung, die man mir jetzt nachmachen muss. Curse Bite Ring, ja gut, den brauche ich jetzt auch nicht mehr, ne? Ach guck mal, soll ich da einfach mal auf gut Glück? Hieß der so? Nee, das war der mit den langen Haaren. Hieß der so? Okay. Nee, der hieß auch anders. Wer war denn nochmal der? Guck mal, jetzt ist mein Gedächtnis alles weg. Alles weg. Wer war denn das nochmal? Auf jeden Fall hat der. Das war das zu der Zeit, wo wir alle so 16 geworden sind. Kann es doch schon mal sein, dass man da ein bisschen angetrunken im Sportunterricht unterwegs war. Okay, jetzt bin ich ja hier. Es knirscht wieder! Ich nehme den Homeguard Bone und fahre nochmal von vorne. Naja, aber das bringt mir eigentlich nichts, ne? Wenn ich jetzt den Homeguard Bone nehme, dann komme ich ja auch wieder. So. Hier. Sind wir bereit? Bossfight? Ja, oder? Abflug. Jo.